Das wichtigste Projekt bei unserem Projekt, Sven, ist das Pulled Pork. Warum? Weil wir es nachher grillen. Weil es gigantisch schmecken wird. Okay. Erzähl ganz kurz, du machst jetzt dein Gewürz drüber, aber was ist das für ein Gewürz? Beschreib's. Ja, das ist ein Gewürz, was ich selbst hergestellt habe. Da sind ganz normale Dinge drin, wie Salz, Pfeffer, Paprika, aber eben auch zum Beispiel brauner Zucker, Kreuzkümmel, Selleriesamen, Koriandersamen, und das gibt dann eben den ganz besonderen Geschmack. Du ölst das Fleisch allerdings nicht ein oder Nein, sowas? Das wird also keine Marinade? Nein, das Fleisch wird trocken gewürzt und das am besten 2 Tage lang einziehen gelassen, das Gewürz, und dann kommt es später auf den Smoker drauf. Was ist das für ein Fleisch? Das ist ein Stück vom Schweinenacken. Das bietet sich sehr gut an, weil es eben einen relativ guten Fettanteil hat. Die groben Fettteile habe ich weggeschnitten. Aber das Fleisch selbst, das ist das, was man auf den Straßenfesten als Steak bekommt. Das zieht jetzt richtig schön ins Fleisch ein, löst sich quasi auf. Das ganze Wasser geht weg und dadurch wird das Fleisch richtig schön saftig. Und dann packst du es auf den Smoker? Du kannst es aber auch im Backofen machen? Oder? Also ich packe das immer zuerst in den Smoker, die ersten 4-5 Stunden, weil eben dann der Rauch die Möglichkeit hat, in das Fleisch einzuziehen. Und dann über Nacht kommt es dann in den Backofen bei konstant 95 Grad.